Willkommen zurück hier beim Sims-Sonntag. Ja, wir sind, ja, wir haben letzte Woche genau erstmal den Raum hier fertiggestellt und ehrlich gesagt gefällt mir mittlerweile die Tapete nicht mehr ganz so gut. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht ganz so meins. Ich weiß nicht, ich finde die nicht schlecht, also ich finde sie okay. Aber ich würde sie vielleicht irgendwie ein bisschen verändern oder so. Also mir gefällt es nicht, dass die so gelb ist. Da würde ich irgendwie die eine Farbe auf jeden Fall verändern wollen. Das finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oh nee, das sieht gammelig aus. Das ist bisher so mein Favorite. Wie sieht das aus? Oh nee, das ist. Nee, nee, nee. Auf keinsten. Das finde ich auch cool, aber dann müsste der Boden ein bisschen grauer sein. Ja, doch, das gefällt mir gut. Probieren wir es einfach mal. Der hier könnte gehen. Ja, das ist perfekt. Gut, wieso habe ich das in der letzten Folge nicht gefunden? Jetzt werfe ich hier erstmal alle meine Flaschen um. So. Die beiden Balkone können halt im Moment noch nicht direkt genutzt werden. Also der schon und der hier noch nicht. Dann müssten wir mal die Tür auch kurz klonen. Und die einmal genau hier hinsetzen. Aber das ist eigentlich noch nicht perfekt so. Eins, zwei und eins. So ist es ganz gut. Müsste hier halt eigentlich auch auf beiden Seiten eine Tür sein. So. Und hier auch. So. So finde ich schon nicht schlecht. Und dann müssten wir die Tür jetzt nochmal klonen. Oh Gott, das Ding ist im Weg. Ich nehme erstmal zwei davon und stelle das mal eben kurz weg. So. Und hier ist es sogar schon richtig. Dann müssten wir das hier einmal verschieben, so in die Mitte quasi. Und hier halt auch. So. Gut, das sieht doch schon mal okay aus. Ich bin echt stolz auf uns, dass wir das ohne Cheaten hinbekommen haben. Ich überlege die ganze Zeit, ob mich noch irgendwas stört, aber eigentlich nicht. Hier sind halt noch Fenster, die hier nicht sind. Okay. Wir müssten das am besten halt genauso machen. Also eins hier in die Ecke. Eins hier zwischen. So. Und dann noch eins in die Ecke. Nein, nicht ganz in die Ecke. Okay. Dahin. Okay. Oder wir nehmen halt alle raus. Das wird auch gehen. Vielleicht alle bis auf das. Da müssten wir eigentlich so ein Doppelfenster hinmachen. Oder. Moment. Ich habe eine Idee. Aber die sind bestimmt voll teuer, ne? Schade. Das wird so gut aussehen, wenn hier noch so ein fettes Fenster drin wäre. Okay, dann brauchen wir eins, was so zwei breit ist. Ja, das müsste andersrum sein. Oh nee, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Das würde fit gehen. Oder ich klone das einfach mal und pack das hier zwischen. Ja, so geht's fit. Wie sieht's hier aus? Da sind noch keine Fenster. Ja gut, das kann ich hier auch klonen. So, ich meine, es matcht nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, ich würde auch auf Dauer die kleinen Fenster hier entfernen. Ich weiß aber noch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hier finde ich das eigentlich sogar ganz cool gelöst. Das sieht voll nice angeordnet aus, aber hier gefällt mir das irgendwie unten nicht. Na gut, wir lassen es trotzdem erstmal für den Moment so. Jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Geld sparen.
Nee, jetzt nichts kennenlernen. Kannst dich ja mal im Bad fertig machen. Muss sie überhaupt? Nee, sie ist gar nicht schmutzig. Ups. Dann zieh dich mal um. Outfit wechseln. Alltag. Dann kannst du was essen. Und danach kann sie ja ein bisschen arbeiten. Ja, da müssen wir echt mal gucken. Da ist jetzt einfach so die Urne. Oh Mann. Ist schon funny. Der Raum ist fertig, Bitch. Stell dich nicht an. Vielleicht fehlen ihr echt irgendwie noch so Bilder oder so. Welcher Raum hat denn hier keine Wandbelege und so ein Kram? Der hier. Oh. Deshalb meckert sie die ganze Zeit, aber das können wir uns noch nicht leisten. Das können wir uns noch nicht leisten. Wie wäre es, wenn wir da einfach so die billigsten Fußbelege draufhauen? Wir schicken Cindy erstmal zum Arbeiten auf jeden Fall. Von zu Hause aus arbeiten. Du quatschst jetzt mit niemandem. Heul nicht rum. Wir müssen uns auch demnächst mal wieder mit dem Kind beschäftigen. Aber einfach nur, damit die halt wegen dem Raum nicht rumheulen, machen wir da jetzt irgendwas. Irgendwie das Günstigste. Hier. Wie viel würde mich das kosten? 84, ja gut. Und wie teuer wäre es, wenn ich jetzt das nehmen würde? 84, ja, das kostet dasselbe. Dann nehmen wir das. Einfacher Boden. Hier bitte auch. So, und schon müsste der Raum doch fertig sein, oder? Sieht so aus. Okay, sie scheint sich nicht mehr darüber zu echauffieren. Ja, theoretisch könnten wir das Ganze jetzt auch schon öffnen und das Bett wenigstens für den Moment groß machen. Also den Raum wenigstens schon mal fertig machen. Also der wird noch nicht ganz fertig. Wir werden hier auch ein Badezimmer natürlich einbauen, aber wir könnten die Wand halt schon mal weghauen. Das wird gehen. So. Da kann sich Cindy jetzt freuen. Sie hat jetzt ein großes Schlafzimmer. So. So. Und ja, hier ist halt noch der Plan, dass wir auch hier ein Bad einbauen und das Bad kommt dann wahrscheinlich weg. Und ja, dann müssen wir irgendwie die beiden Zimmer noch teilen. Ja, das ist halt schwierig. Wir müssen halt echt Abstriche machen. Wenn wir uns schon hier oben so hart gegönnt haben. Ja, das ist hier schon echt krass. Ja, das ist schon. Das hier ist schon so Luxury pur, muss man sagen. Also die haben echt, die Kinder haben echt Glück, dass ich da so nett war und denen so viel gegönnt habe. Das Bad hätten wir eigentlich auch so um die Hälfte verkleinern können und hier noch ein Zimmer hinmachen können. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich feiere das Bad. Das ist halt so stumpf, unnötig, aber halt dafür nice. Also, ich find's nice. Gut. Während wir das machen, was macht sie gerade? Sie isst, okay. Die ist noch ein bisschen traurig. Wo ist sie denn gerade? Hier oben. Was ist. Hä? Achso. Gut, dann iss mal. Und danach kümmerst du dich ein bisschen ums Baby. Auf Boden füttern, Windeln wechseln und Boden füttern, Windeln wechseln, Sprechen beibringen, in Luft werfen, Laufen beibringen. Um das Kind kümmern wir uns ausnahmsweise mal. Wir könnten das hier natürlich auch noch ein bisschen anders gestalten. Das kommt weg. Theoretisch ist der ganze Bereich dann einfach ungenutzt. Die Frage ist auch, wo auf Dauer das dritte Baby wohnen wird, weil, naja, ne? Ich glaube, man sieht das Problem.
Wir könnten den Raum hier natürlich noch benutzen und irgendwie hier noch so ein Zimmer hinmachen. Das wäre natürlich kleiner, aber es wird funktionieren. Wenn wir das hier. Boah, das Haus wird auf Dauer irgendwie echt einen richtig komischen Schnitt haben. Einfach wegen den Balkonen, die nehmen so viel Platz weg. Und ich will sie nicht mal benutzen. Aber einfach, weil sie nice aussehen, will ich sie behalten. Mann, einfach so stumpf. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich feiere das voll. Und auf Dauer könnte ich mir halt echt überlegen. Ich habe jetzt so letztens auch immer wieder darüber nachgedacht, wie es auf Dauer so sein wird. Und auf Dauer könnte es halt echt passieren, dass wir nochmal umziehen werden. Also jetzt den ganzen Shit hier verlassen und auf das freie Grundstück hier ziehen. Hier könnten wir uns halt auch ein richtig breites Haus bauen. Ihr seht ja, so breit. Und dann haben wir trotzdem noch einen fetten Garten. Also ich würde sagen, auf Dauer ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir tun könnten. So, sie geht jetzt aufs Klo, das wollte ich ihr sowieso gerade befehlen. Lol, wie das klingt. Denn sonst würde ich die Räume halt wirklich auch wieder hier so aufteilen. Das Zimmer wird dann aber klein werden. Bin mir noch nicht ganz sicher. Denke, ich muss auf Dauer einfach mal so alles, die ganzen Wände rausreißen und mir dann irgendwie einen vernünftigen Schnitt überlegen. Okay, er ist das erste Mal zur Arbeit gegangen. Viel Spaß. Hart arbeiten, auf jeden Fall. Hör mal auf, Fernsehen zu gucken. Wo ist das Baby? Oh, das sitzt da. Lol. Was würde sie davon halten, sich mal darum zu kümmern? Sprechen beibringen. Schlafen beibringen. Kitzeln. In Luft werfen. Und zum Schluss noch Windeln wechseln. Wie sieht es bei ihm gerade aus? Nee, du wirst jetzt nicht trainieren. Hast du ein Rad ab? Hör mal auf damit. Mach du mal lieber. Was will er mit dem Kind machen? Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Uff, das wird schwierig. Mal du erstmal dein Bild weiter. Fortfahren. Kauf ein Töpfchen und bringe dem Sim bei, wie man es benutzt. Okay. Da haben wir doch ein Töpfchen. Das können wir hier machen. Okay, das machen wir dann als nächstes. Wenn das Gemälde fertig ist, sollte es ja gleich sein. Okay, wir haben noch ein Gemälde fertiggestellt. Das können wir eigentlich direkt verkaufen. Oder danach oder so. Nee, das lassen wir mal kurz. Schmutzige Windeln wechseln, schnell! Okay, was hat der gerade noch für Probleme? Er hat Hunger. Da kann er sich ja jetzt drum kümmern, wenn er die Reste von den Waffeln gegessen hat. Okay. Aus dem Weg, Bitch. So. Und jetzt machen wir. Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Viel Spaß. Er hat Hunger, dann isst doch erstmal was. Reste essen, Apfelpfannkuchen. Viel Spaß. Oh Mann, ich sag euch, das Ganze wird hier noch lustig. Aber ich habe tatsächlich schon wieder ein paar Pläne, wie wir das Ganze angehen könnten. Betonung liegt auf könnten. Vielleicht mache ich den, also gebe ich den Eltern einfach kein eigenes Badezimmer, sondern vergrößere das hier halt einfach ein bisschen. Das würde ich dann halt vielleicht sogar so ganz stumpf in die Ecke hier setzen und dann halt einfach das in die Ecke und dann die Zimmer einfach fair aufteilen, falls das überhaupt möglich ist wegen den großen Fenstern.
Ach nö, du sollst nicht Wo ist Bella lesen. Lies mal irgendwas anderes. Hier, lies mal magnetische Anziehungskraft. Viel Spaß. So, wir haben jetzt 5000. Reicht das wohl für die Bäder? Ich wette, es reicht halt nicht mal für die Türen. So. Oh Mann. Das kann man halt nicht beurteilen, wenn man. So. Besser. Das kann man halt nicht beurteilen, wenn man es nicht richtig sieht, ne? Lol, wie das einfach so in der Wand drin ist. Na gut, wir gucken mal kurz nach so Fliesen. Metall, Stein. Ja, Stein geht auch. Nee, das sieht eher weird aus. Und wir müssen auch mal eben hier auch so Lampen reinmachen, auf jeden Fall. So. Hallo. Lol, ist das schon hier drin? Sind da schon Lampen drin? Ich bin mir nicht ganz sicher, Moment. Sieht irgendwie so aus. Naja, okay. Dann setzen wir da jetzt erstmal so Fliesen rein und gucken einfach, wie es aussieht. Kann halt echt sein, dass wir die Bäder noch ein bisschen vergrößern müssen. Voll der Luxus, dass die überhaupt solche Bäder bekommen. Das finde ich schon nicht schlecht. Das würde bei ihm vielleicht ganz gut aussehen. So, das finde ich ganz cool. Und vielleicht sowas eher bei ihr, weil es so ein bisschen heller ist. Ja, da ist echt schon Licht drin. Das ist lustig. Okay. Jetzt sehe ich wenigstens das schon mal. Dann können wir jetzt noch Fliesen für die Wände dazu aussuchen, die auch halbwegs dazu passen. Nee. Das ist halt so viel. Das ist halt extrem blau, finde ich. Mauern. Ich weiß nicht. Das ist alles so ein bisschen basic, ne? Nee, das gefällt mir auch nicht. Es ist ja am Ende eigentlich scheißegal, was wir da reinhauen, aber es soll auch schon halbwegs cool aussehen. Ja, das ist jetzt Außenverkleidung, aber wenn es cool aussehen würde, aber nee. Irgendwie nicht so. Boah, das sieht voll ranzig aus, als würde das Bad schimmeln. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich gut. Das gefällt mir irgendwie. Okay. Eins haben wir schon mal gefunden. Jetzt brauchen wir noch irgendwas Bräunliches. Ja, nee, das gefällt mir nicht ganz so gut. Vielleicht irgendwie sowas, was komplett matcht. Also so, dass wir einfach den Stil kopieren auf irgendwas. Überlege ich gerade, ob das irgendwie möglich ist. Soll ja schon so ein bisschen wärmer sein. Lol, was willst du gerade tun? So. Hallo, Spiel. So. Nee, das will ich nicht. Das finde ich nicht schlecht vom Prinzip her. Vielleicht, wenn wir das irgendwie so ein bisschen. Nee. Wir müssten die Farbe halt auf jeden Fall speichern. So, wie sieht die jetzt aus? Das ist so ein bisschen kriselig. Ich glaube, das ist das hier oben. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier einfach dieselbe. Die muss ja jetzt hier sein und hier.
Ich dachte halt, der wird den Stil beibehalten, ne? Nee, bitte nicht speichern. Ja. So, Wandbelag, alle, verschiedenes. Das klingt auch interessant. Oh nee. What the fuck? Das sieht ja richtig abgespaced aus. Ah nee, das ist mir auch ein bisschen too much. Weiß ich nicht, da was zu finden, ist echt schwierig. Ich kann mir vorstellen, wenn wir hier den Stil verändern, könnte das fit gehen. Dann müssten wir aber müssten wir jede Farbe dazu verändern. In dieses Grisselige. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und ob das am Ende auch nur halbwegs cool aussieht. Aber den Stil von den Steinen finde ich schon nicht schlecht. Jetzt kommt noch das Rote raus. Das finde ich cool. Das gefällt mir echt gut. Ja, so würde ich es lassen. Das finde ich echt mega nice. Die Farben passen echt gut. Vielleicht würde ich auch die Farben hier dann dementsprechend auch auf die Farbe ändern. Das ist jetzt... Hallo? Hallo? Das? Moment. So. Wieso kann ich das nicht? Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Okay. Wie sieht das denn jetzt aus? Das ist so ein schwarzes, grisseliges. Das da ist es. Okay. Jetzt ist die Frage, wird da der Stil beibehalten? Ich denke ja schon. Oder ist da, das ist, glaube ich, der Stil und das sind die Farben. Kann das sein? Das wird jetzt auch deutlich dunkler. Das finde ich echt cool. Ja. Ich finde, so kann man das lassen. Und ja, jetzt ist halt nur die Frage, ob das von der Größe her am Ende passen wird. Ich würde die Tür halt jedes Mal so ziemlich am Anfang setzen, damit man die Ecken ausnutzen kann. Es wird halt echt klein. Das wird schwierig. Wer bekommt das erste, zuerst das Bad? Ich weiß es nicht. Wir können halt erstmal nur eins fertigstellen. Ich weiß nicht mal, ob wir uns überhaupt eins leisten können, seien wir mal ehrlich. Wir müssen auf jeden Fall so ein Waschbecken benutzen. Und wir müssen das Ganze richtig intelligent machen. In Gold. Wir übertreiben natürlich direkt wieder. Ja, wir können es ja noch verändern. So ein Ding passt hier gar nicht rein, oder? Doch, es würde sogar passen. Das ist cool. Das müssten wir allerdings dann auch verändern, auf jeden Fall. Und hieran anpassen, damit man es nicht sieht. Was ist das? What the fuck? Okay. Jetzt fehlt halt noch das Klo. Hallo? Danke, nein, ich möchte es nicht kaufen. Verschwindet es jetzt? Ja, perfekt. Gut, Irgendwie gefällt mir die Aufteilung so besser. Was braucht man denn? Ein Klo? Ein Waschbecken? Und jetzt sind wir eh pleite. Also, viel mehr gibt's da jetzt nicht mehr. Bad.
Ein Spiegel wäre halt noch nice. Wieder der hier. Ja, da kopiere ich lieber den von hier hinten. Den hier. Lol, das Kind chillt da halt einfach so und ist auf dem Klo. Na gut, wenn Spaß daran hat. Aber ich find's cool, dass man selbst aus so einem kleinen Raum ein cooles Bad machen kann. Ich habe gerade überlegt, mir so einen Handtuchhalter zu kaufen, aber da sind ja schon solche Dinger dran, ne? So, Akzente. Können wir hier so eine Kerze hinstellen? Da, viel Spaß. Jetzt hast du eine Kerze. Das Klo braucht noch eine Klopapierhalterung. So. Und mehr können wir uns sowieso nicht leisten. Ja, die Pflanze, das wird auch nichts mehr. Ja, das brauchen wir halt alles nicht. Wir werden auch ohne überleben. So, jetzt müssen wir natürlich noch hier ein bisschen anpassen und dann werden wir in der nächsten Folge dann das andere Bad machen. Ja. Nee, ich möchte das gerne anpassen. Danke. So, das wird jetzt schwierig. Es war halt dieses hier, ne? Aber man sieht es halt trotzdem, weil das halt nicht dasselbe ist. Ich weiß nicht, kann man das nicht so, wie es ist, abspeichern? Ist das nicht möglich? Das ist ein bisschen ärgerlich. Einen Anstrich möchte ich dem jetzt nicht geben. Bestimmt geht das auch irgendwie, nur ich bin zu blöd dazu. Oh, das ist sowieso das Falsche. Ja, bitte. Danke. So. Jetzt mal irgendwie gucken, dass wir das vielleicht irgendwie hinbekommen. Metalle. Das sieht ein bisschen moderner aus, finde ich. Aber das könnten wir eigentlich auch in Gold machen. Boah, das sieht schon wieder so übertrieben bonzig aus. Oh Mann. Aber irgendwie feiere ich das auch. Ich hätte halt nur gern, dass das auch mit dem Hintergrund ein bisschen mehr matcht. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig, da was zu finden, was auch mit der Mauer passt. Moment, vielleicht können wir ja. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir das hier klauen. Es ist ja eigentlich dieser Stil hier. Ich nehme jetzt einfach mal kurz den. Felsen und Stein. Ja, der ist so zusammengesetzt, ne? Weil es eigentlich eine Tapete ist. Deshalb kriegen wir das wahrscheinlich nicht hin. Gehen verloren. Ja, bitte. Ich hoffe, es geht verloren. Nein, das ist das Falsche. Ach, da ist auch ein Knopf, um es rückgängig zu machen. Okay. Das hier möchte ich gern verändern. Das hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen neutraler gestalten. So finde ich das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Das würde dem schon relativ nahe kommen. Das ist halt wieder sehr hell. Es muss halt eher so ein Braunton sein, ne? Oh ne, das ist eher rot.
Oh nee, das geht nicht. Das geht so auf keinen Fall, Fit. Ja, ich würde sagen, wir lassen es erstmal einfach so. Ich finde das okay. Soll sie zufrieden sein, dass sie überhaupt ein Badezimmer hat. Das hat nicht jeder, das ist Luxus. So, hier wird es dann natürlich lustig. Das müssen wir ein bisschen anders einrichten. Aber ich würde eigentlich auch sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was hier noch draus werden kann. Und wie wir das Geld auftreiben, um... LOL. Und wie wir das Geld auftreiben können, um den ganzen Shit hier... fertig zu machen. Was tut der denn da? Kümmer dich um dein Kind. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Nee, Moment. Das ist der falsche. Das ist der falsche Typ. Wo ist das Baby hin? LOL. Der soll sich darum kümmern. Hier hingehen. So und so. Viel Spaß. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Okay, sie malt jetzt also auch. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.